Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Yu-Gi-Oh! Noch kein Battle Packs, wird auf nächste Woche verschoben. Da haben wir allerdings ein paar geile Matches für euch. Wir haben aus jedem Battle Pack ein Match gemacht, also ein Draft Match. Also seht ihr nächste Woche dann drei Matches. Heute auch, allerdings im ganz üblichen Stil, heute aus der Sicht von Sven mit seinem Rotaugendeck gegen mein neues Fun-Deck, Combo Critias. Ja? Und ich sag's, wie es ist: Ich hatte Fun, Sven nicht so. Aber ist auf jeden Fall eine witzige Folge geworden. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ist natürlich kein Zwang. Aber jetzt erstmal: Combo Critias ärgert Svenny Boy. Fun. Sieg, sag ich doch, ich bin besser. Ich habe jetzt einfach mal ein Fun-Deck genommen. Ah, okay. Also, musst du jetzt keine Gedanken machen, dass ich dich in der Verzugsweise sehe. Das war mir auf komplett Fun. Okay, ich muss das Spiel auf jeden Fall gleich ein bisschen leiser machen. Was? Ich muss das Spiel gleich leiser machen. Das ist ja extrem laut. Was kannst du jetzt? Ah. Ich habe keine Zeit beschränken. Könntest du machen den Einstellungen? Nee, ich komme gar nicht rein, ne? Ich bin dran, wild. Na, warte. Ah, Doktor. Einstellung. Soundeffekte runter. Spiel fortsetzen. Hallo Shining, hi. Ich hoffe, du hattest einen schönen Freitag. Ja, wir haben okay so. Freitag, ne? Also darf ich? Ja, ist okay so. Kannst ruhig machen. Alles klar. Fang an. Ich spiele meine Feldzauberkarte. Karte Höhle der Finsternis. Lull. Lull. Was macht die? Das siehst du dann hier. Die macht erstmal jedes Monster, was auf dem Feld ist, zu einem Finsternismonster. Dann mein Blatt entsprechend. Du spielst zwei Karten für dich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich aktiviere rotäugige Fusion. Ja. Und hol mir einen Meteor-schwarzer Kometdrache, indem ich ein paar Karten jetzt auf den Friedhof schicke. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, kennst mich ja. So. Geheimtrick von mir beim Lachen: nicht trinken. Ah, okay. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Och nö. Deckverwüstungsvirus. Jetzt kann ich nämlich eins meiner Monster opfern. Und das über 2000 Angriffspunkte hat. Alter. Da ich allerdings Höhle der Finsternis habe, kann ich das auch einfach mit deinen Monstern machen. Bitte was? Lol. Und jetzt werden alle deine Monster mit 1500 oder weniger zerstört. Und ich kann mir einmal kurz deine Karten angucken. Drachen oder? Okay. Okay, die. Unfair. Und Gerfried, okay. Ich kriege jetzt noch ein bisschen Schaden oder was passiert? Das ist richtig fies. Bist du Fun-Dexman? Fand sie ich gerade nicht. Hab jetzt Spaß! Also fand sie ich gerade überhaupt nicht. Und dann spielen die gerade einfach verdeckt. Und ich beende meinen Zug. Hättest du noch angreifen können? Das ist nee. Aber warte, dafür, dass ich jetzt bei dir ein Monster geopfert habe, kriegst du jetzt ein Geschenk. Du kriegst nämlich eine Pein-Spielmarke. Eine Pein-Spielmarke, okay. Ja, ich bin kurz nach rechts geschoben. Damit man die Lebenspunkte, die Effekte besser sehen kann. Okay. Okay, was Alles klar. Ich spiele jetzt Arima, boshafter Aufseher. Oh, so ein süßer Hundi-Wundi. Ja, im Angriffsmodus. Da mache ich also auch Hundi-Wundi-Action. Der mit Hä? Warum? Was denn? Warum kommst du mich einfach an? Was war denn jetzt? Hä? Wieso kommst du mich einfach an? Du kannst doch nicht auch den Spielmarkt doch zerstören. Als nächstes opfere ich direkt mein Monster. Ach nö. Um eine Karte ziehen zu dürfen. Okay. Und beende meinen Zug. Dadurch, dass ich jetzt ein Monster geopfert habe, kann ich auch eine Peinspielmarke rufen. Ich bin immer noch an überlegen, was mit diesen. Ich muss jetzt wirklich jedes Mal meine Karten zeigen.
Nee, nur die nächsten paar Züge. Das kann, wenn es nämlich ein Monster ist mit 1500 oder weniger, wird es nämlich automatisch zerstört. Dadurch sehe ich jetzt automatisch die nächsten paar Züge, was du so hast. Du machst mich fertig, Junge. Siehst du? Das war Zug 2. Eine Runde, einmal, nächste Runde musst du noch einmal zeigen, danach hin. Ah, okay. Also easy. Okay, ich spiele jetzt die Stygianische Straßenpatrouille in dem Angriffsmodus. Okay. Und ich ändere meine Peinspielmarke auch in den Angriffsmodus, um anzugreifen. Hm, was kannst du... Ich weiß nicht, warum du jetzt anhalten kannst. Alter. Was denn? Das finde ich aber jetzt schon fies von dir. Ich glaube nicht, dass das fies ist. Jan, ich habe gerade eine technische Frage. Wie kann ich meine Facecam spiegeln? Wie ging das nochmal? Rechtsklick und dann unter transformieren und dann horizontal spiegeln oder so. Oder vertikal. Wenn du vertikal lieber haben möchtest. Ich habe hier horizontal zentrieren oder flip horizontal. Ist das dann wie flip oder? Nicht zentrieren. Spiegeln. Warte, ja, Spiegel habe ich nicht. Ich habe wohl Flip. Rechtsklick. Ja. Ja, wo muss Spiegeln sein? Muss mal gucken. 90 Grad kann ich drehen, 180 Grad kann ich drehen und flippen kann ich halt. Das war's auf jeden Fall nicht. Ich hab's Hass. Ich bin gerade nur an der Decke, einen Moment. Hast du vertikal gemacht? Oder? Einmal was zu sehen. Aber hast du gefunden? Ich hab's gefunden, bei mir heißt es Flippen. So. Können wir? Du kannst, ja, kannst du mal. Okay, ich habe Monster-Reanimation gespielt, das heißt, ich kann jetzt ein Monster aus dem Friedhof beschwören. Ich will Ball natürlich für einen Aufgriff bekommen, für den Monster-Urlaub machen. Bin natürlich wieder. Weil natürlich die Runde jetzt vorbei ist, beende ich meinen Zug. Mhm. Ach, ein Leuchtfeuer, ja, okay. Ich aktiviere Karte des roten Steins. Gebe ich den hier Opfer, kann ich ein paar Karten ziehen. Mhm. Und ich lege nochmal eine Karte vom Friedhof ab. Den hier. Und spiele nochmal eine Karte verdeckt. Und beende mein Zug. Okay. Schein in keinem Wechsel. Jetzt brauchst du keine Karten mehr. Schade, ne? Mhm. Ich habe einen Shining, der Backseat Gaming betreiben will. Ja. Schlimm. Ja. Normalerweise ist Backseat Gaming ja hier Richtung Timeout. Ne? Shining hat hier noch das Privileg, dass er wenigstens hier auf der Bahn ist. Er kriegt dann hier ins Hütti-Hütti. So. Aber Sven, das hat null Angriffspunkte. Das macht ja gar keinen Sinn. Du, ich aktiviere den Effekt und darf mir jetzt einen Drachen holen. Das hat einen Effekt, ne. Und da ich jetzt einen rotäugigen Erzunterwäldler der Blitze beschwöre. Ja. Darf ich nochmal mischen? Ja. Und dann. Musst du sowas. Ja, aber das ist nichts Wildes. Ah, okay.
Ja, geil. Ist nichts Wildes, ja? Ist nichts Wildes. Okay. Was soll ich machen? Alter, du hast ja solch... Was denn? Du machst mich fertig. Nein. Ich beende mal zu. Tu es nicht. Und weil du ein Monster geopfert hast, Han, kriegst du eine Peinspielmarke. Wozu sind die Dinger da? Das ist ein Effekt von der Spielfeldzauberkarte, dass, wenn ein finsternes Monster geopfert wird, und durch meine Feldzauberkarte wird jedes Monster ein finsternes Monster, kommt am Ende eine Peinspielmarke. Das gilt sowohl für mich als für dich. Also ja. Ein extra Monster. Aber ich kann nichts damit machen. Nee. Damit kann man nur opfern, ne? Ah, okay, also zum Opfern darf ich das Ding benutzen. Ja, genau. Okay. Dann geht's dann. Ich greife mal mit meinem schwarzen Rotaugendrachen an. Wow. Und weil ich Tyrannenflügel habe, darf ich nochmal angreifen. Hehe. Aua. Ich habe auch Schaden gemacht. Aua. Krieg ich jetzt zwei von diesen Dingern, oder? Lol. Dadurch, dass ich das Tyrannenflügel benutzt habe, ist es halt jetzt wieder gut. Ah, okay. Ich bin gerade ein bisschen... Ich spiele eine Karte verdeckt. Mhm. Und beende mein Zug. Kidoki. Dann. Nein, dann mach ich. Greife ich an mit dem Rotauge. Nicht so schnell. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Magischer Zylinder. Attacke. Das ist aber verboten. Nee. So ist gut. Das steht in den RGBs. Lass du nicht gegen deine Arbeitnehmer verwenden, die Karte. Das war so. Du hast ja zum Tier. So. Ja. Ich spiele eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Okay. Sehr defensiv heute unterwegs. Ja, du. Man nimmt, was man nehmen kann, ne? Okay. Ich opfere meinen Rotaugendrachen. Du meinst wohl mein. Nee, mein. Jetzt ist er wieder da. Um den Einbildungsunterweltler zu spielen. Lol, was kann der? Jetzt können keine Spezialbeschwörungen mehr beschworen werden und keine Effekte funktionieren derzeit. Du keine Schwein! Du Schwein! Ich hab extra den gerufen, nein! Ich fiel gerade ein, dass das ja eigentlich ganz gut ist für gegen dein Deck. Du Schwein! Ich muss ihn ja nur kaputt machen, dann geht es wieder. Okay. Ich aktiviere Blitzeinschlag. Ja, das ist verboten. Indem ich eine Karte von meiner Hand werfe. Alter! Und beende meinen Zug. Alter! Jetzt mach ich mal den Sven, ich spiele ein Monster verdeckt und beende meinen Zug. LOL! LOL! Will der Junge nicht angreifen? Ja gut, ich spiele eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Das geht jetzt aber nicht. Ich bin irgendwie dezent verwirrt, warum ich eine... okay, ich aktiviere Rückkehr der Rotäugigen. Mhm. Ich kann auch nichts machen. Weil du keine Rotaugen kontrollierst. Richtig. Okay. Aber aktiviere das schon mal. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal eine Flip-Beschwörung. Ach nee. Flip-Effekt, alles gut. Ach so. Aber ich spiele jetzt Skam, grimme Tatze des brennenden Abgrunds. Lul. Greife mir die Mann. Nein, lass das. Au. Noch 20 Mal. Dann sieht das schon gefährlich aus.
Und das nächste spiele ich wieder Hundi, Arima, boshafter Aufseher. Dadurch wird aber Skarms zerstört, weil er will der Einzige. Es dürfen nur brennende Abgrundmonster da sein. Wenn es nicht so ist, wird er zerstört. Aber im Übrigen gleich ist, ich habe eine Patrouille auf dem Friedhof. Wenn ich ihn auch entferne, darf ich noch eine Patrouille beschwören. Als Spezialbeschwörung. Da hat er die Verstärkung gerufen. Ja. Und das Skarm auf dem Friedhof ist, kann ich noch ein Monster aus dem Deck meine Hand nehmen. Und ich entscheide mich für meine Fremdenführerin, der Unterwelt. Achso, ich dachte jetzt, was ist so ein Fusionszug wie bei David. Nee, ein 3-Sterne-Monster. Okay. Alles gut. Ist ein Fun-Deck, ist kein ich zerstöre dein Leben-Deck und danach muss ich mir anhören, dass es zu stark war. Ich spiele eine Karte verdeckt. Guck, wenn du mal Zug. Ist das jetzt dieses... Letztes Mal nur Monster, jetzt ein neues Deck, nur Fallen. Plot Twist. Ich weiß nicht, wo wir ganz Monster sind. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich aktiviere die Fähigkeit von Arima. Wenn ich nämlich jetzt ein Monster mit der Finsternisstufe opfere, ich entscheide mich für die Patrouille, ja, kann ich ein Monster von meinem Deck auf die Hand nehmen. Oh. Was mindestens 2000 Verteidigungspunkte hat. Und ich entscheide mich für die dunklen Diabolos. Oh nee. Nicht der. Doch. Warum der? Und dadurch, dass ich ein Monster gerade geopfert habe, dass er Finsternis war, darf ich den dunklen Diabolos als Spezialbeschwörung beschwören. Von meiner 3000 Angriff! Ja, so. Ist ja Spaß. Also, jetzt kommt gleich wieder ein Spiegelkraft. Scheiß. Ich habe mich einfach zurückgehalten. Ich greife ja ein paar Mal an jetzt und ja. Ich hab leider nichts. Ich hab nur Müll auf dem Feld. Ah ja, ich hab Finsternis Monster geopfert. Jetzt kommt eine Peinspielmarke. Boah. Ja, geil. Das ist doch nicht ernsthaft jetzt, Alter. Ey. Ich werde mal zu. Das ist ein Match. Muss positiv sein. Ich habe auch nicht gerade. Ich habe auch keinen Kartendeck. Ja, ich aktiviere die Fähigkeit von meinem dunklen Diabolos. Wenn ich jetzt nämlich eine Feinspielmarke opfere, weil es ein Finsternis-Monster ist. Alter, ey, wie kann man nur so viel Pech beim Ziehen haben? Ja. Musst du jetzt entscheiden, ob du deine Karte oben auf der Deck packst oder unten. Wow. Unter das Deck hast du dich entschieden. Okay. Ja. Woher weißt du das? Ja, weil ich das gesehen habe, dass du dich für darunter entschieden hast. Dadurch, dass ich übrigens gerade ein Finsternismonster geopfert habe, aktiviert sich die Fähigkeit von meinem dunklen Diabolos auf meiner Hand. Ich kann die spezial. RIP? Ja, ich habe zwei. RIP? Und da du anscheinend keine Spiegelkraft hast, nehme ich mich mal aus. Fremdenführerin aus der Unterwelt. Hey, Janik. Wir können über alles reden, ne? Man muss die Fähigkeit, ich kann 3-Sterne-Monster spezial beschwören, aus meinem Deck aufsetzen. Und ich entscheide mich für Lilith. Also, Janik, ne? Also, am besten kannst du dich nochmal eben zurücksetzen, ne? Wir müssen nicht in die Battle-Phase gehen. Wir können das nochmal in Ruhe ausdiskutieren, aber nicht mit Angriff. Nein, nein, tu's nicht! Janik, nein! Ich kann dich nur noch leben lassen, aber was bringst du? Lass mich doch nochmal eben eine Runde leben. Ich möchte eben gucken, was ich für eine Karte ziehe. Ich beende meinen Zug. Aber erstmal aktiviert sich die Fähigkeit von Lilith, Dame der Wehklage. Wenn ich jetzt ein Monster opfere und ich entscheide mich für die Fremdführerin, spielen wir jetzt ein Spiel. Ah ne, stimmt ja gar nicht, weil ich die Spezial... Ach doch. Aber falsch gemacht. Egal, wir spielen kein Spiel. Hast du davon? Da ich das Spezial beschworen habe, geht das nicht. Hab ich vergessen. Leck mich doch einfach! Nee! Hast du das bekommen, was du wolltest? Nein! Ja? Nein! Achso. Wo sind meine Monster? Fehlt jetzt nicht. Also ich konnte nicht mal die Hälfte meines Decks zeigen. Das finde ich für mich eine Schade. Aber okay. Ich bin auch maximal verwirrt. Ich habe noch. Ich kann es dir jetzt sagen, ne? Ich habe eine rotäugige Fusion auf dem Feld liegen. Mhm. Weil ich die nicht aktivieren kann.
Ja, du hättest ja auch auf die Hand behalten können. Ja, wusste ich da ja nicht. Ich wusste nicht, warum ich die nicht aktivieren kann. Weißt du, ich dachte, dass die Blocked haben, weil du Spezialeffekte irgendwie blockiert hast. Oder jetzt auf einmal so. Dann musst du nicht irgendwie dafür was auf dem Feld haben oder so? Oder nee, hat... eigentlich nicht. Oder Deck? Ich hab keine Ahnung. Du willst mir damit sagen, dass du all meine Monster zerstört hast auf dem Deck oder wie? Ja, du hattest keine Monster mehr. Alter. So wäre aber witzig Pech. Gewesen. Okay. Okay. Ich spiele schwarzes Drachenküken im Angriffsmodus. Das finde ich aber doof. Aktiviere seinen Spezialeffekt. Mhm. Indem ich ihn opfer, kann ich sofort einen schwarzen Rotaugendrachen rufen. Okay. Ba-ba-ba-ba, ba-ba. So. Und da wir jetzt in der ersten Runde sind, darf ich ja eigentlich nicht angreifen. Deswegen aktiviere ich Drachenodem des Infernos. Jetzt wird's aber fies hier. Und rüste ja mit meinen schwarzen Rotaugen aus und damit fahren die nächsten 2400 Angriffspunkte. Easy. Und beende mal zu. Ich darf mich nicht mal wehren und krieg so. Eigentlich ist das ja nicht fair. Ist dazu. Gerade war nicht fair. Gerade war echt nicht fair. Ich spiele meine Zauberkarte. Kralle des Kritias. Lul. Und dadurch fusioniere ich jetzt Ski mit meiner wunderschönen Fallenkarte Spiegelkraft, um den Spiegelkraftdrachen in Angriffsmodus zu spielen. Bitte was? Also, bei mir ging es leichter als letztes Mal bei euch. Jetzt gehe ich in die Battle-Phase. Ich habe Angst. Und dadurch mache ich jetzt eine Spezialführung, nämlich ich spiele Jura Gedo. Der in seiner wenn er in der Battle-Phase nämlich jetzt Spezialbeschwörung wird, kriegt nochmal 1000 Lebenspunkte wieder. Schiebung! Und ich aktiviere seine zweite Fähigkeit. Ich kann ihn opfern und ein Monster meiner Wahl nochmal 1000 Punkte stärker machen. Ja, wie OP ist das denn? Au. Nur bis zur nächsten Runde. Also bis zum nächsten Spielzug. Unfair. Nee, das ist schon. Nee, das ist okay. Und weil ich nur Spezialbeschworen habe, spiele ich noch ein Monster verdeckt. Alter. Gleich in seinem ersten Zug so einen riesen krassen Drachen da. Ey. Boah, jetzt bin ich beleidigt. Ich aktiviere rotäugige Fusion. Okay. Um mir einen meteorschwarzen Kometendrachen zu rufen. Mhm. Ihr kennt es ja schon, die guten Freunde. Ja, genau. Habe ich schon mal gehört. Ja. So. Im Angriffsmodus. Ich aktiviere den Spezialeffekt. Mhm. Wenn ich jetzt ein Monster opfer, bekommst du ein paar Schmerzen. Ja. Und dann spiele ich eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Okay. Na, jetzt ist Jura Gedos Zeit auch abgelaufen. Nur 2800. Ja. Sieht man ja. Ich bin mal gespannt, wie viele Dinger du da noch von hast. Bist du noch ein Monster verdeckt? Und beende meinen Zug. Okay. So, ich muss einmal kurz das lesen. Was dein Drache so für einen Effekt hat. So. Wenn eine, wie du kontrollierst, das Ziel. Warte, wenn ein. Oder wer was denn, die du kontrollierst? Oha. Ich aktiviere den Effekt von schwarzer Metalldrache. Ja. Und verstärke damit meinen Meteordrachen. Mhm. Und gehe dann in die Angriffsphase. Mhm. Und wähle deinen Spiegeldrachen da. Okay. Dadurch aktivierst du seinen Effekt.
zerstört deine Karte. Ich dachte, das ist jetzt nur bei einem anderen kleinen Monster. Nicht bei dem. Aber egal. Ich kann jetzt ein Monster zurückholen. Hättest du ja auch fragen können. Ja, du, ich hol mir jetzt ein Monster zurück. Easy peasy. Das ist eine gute Karte. Ja. Und okay, du machst hier Kettenception. Ja. Fürs Achievement. Und dann hole ich mir. Was wäre jetzt schlau? Nehme ich mit dem. Okay, Shining, viel Spaß noch. Und hallo, David. So. Spielen wir ihn hier. Kann ich noch was machen? Ah, okay. Theoretisch Battlephase, will ich aber nicht. Und dann spielt noch eben eine Karte verdeckt. Und ich beschwöre nochmal ihn. Okay. Alter, das ist doch nicht wahr. Warte. Ich beende meinen Zug. Alter, ist das ein schmutziger Effekt. Okay. Ich aktiviere Rückkehr der Grundalgiden. Verwende den Effekt auch. Okay. Und hole mir ein wunderschönes Meteordrachen, rotäugiger Einschlag aufs Feld. Und dann darfst du weitermachen. Alles klar. Dann spielen wir jetzt ein Spiel. Och nö. Wir spielen nämlich jetzt Lilith, Dame der Wehklage. Und aktiviere sogleich ihre besondere Fähigkeit. Wenn ich jetzt nämlich ein finsternes Monster opfere, für mich, für mein verdecktes Monster, da habe ich drei Fallenkarten aus meinem Deck, präsentieren. Und du musst eine davon aufwählen, was auf das Feld kommt. Alter, okay. Eine auswählen, die aufs Feld kommt, okay? Gut. Genau. Was passiert mit den anderen beiden? Die werden wieder ins Deck gemischt. Ah, okay. Also Klassiker. David, ich weiß. So, einmal Kartenvernichtungsvirus. Dann den Grinsegrab-Virus. Und Metaversum. Leute, ich sehe die Dinger nicht. Oh ich weiß, das ist zufällig. Ich dachte, ich darf jetzt wirklich einen aussuchen. Darfst du ja, aber ist zufällig. Du siehst es ja nicht. Eine davon darfst du dir aussuchen. Okay, das ist es also geworden. Du weißt es, oder? Ja. Alter. Aber natürlich kann ich die Karte noch nicht aktivieren. Okay, gut. Ist eine der drei geworden. Ja, wow. Erstmal greife ich dein verdecktes Monster, dein Meteordrachen im Verteidigungsmodus an. Pech. Und ich beende meinen Zug. Ich aktiviere den Effekt. Hol mir den schönen Drachen wieder zurück. Okay. Ich habe hier auch einen Effekt von Lilith, Dame der Wehklage. Wenn ich ein finsteres Monster veropfere, kann ich drei Feinkarten aus meinem Deck dir präsentieren. Und daraufhin. Na komm. Und ich mache jetzt. Ja, und aktiviere auch die Feinkarte, die du auserwählt hast, nämlich Grinsegrab-Virus. Wenn ich jetzt ein Monster mit 3000. Oder weniger opfere, musst du für jede Angriffspunkte, also zweimal in diesem Fall, musst du Karten aus deinem Deck zerstören. Auf den Friedhof. Also musst du zwei Monster opfern. Alter. Keine Ahnung. Hätte ich ja normalerweise mit dem Spiegeldrachen gemacht, aber mit ihm geht leider. Geht es leider nicht. Okay, die beiden hast du zerstört. Lilith's Fähigkeit aktiviert sich natürlich. Dadurch machen wir das Spiel nochmal weiter. Oha.
Und wir machen weiter. Kartenvirus-Vernichtung? Oder kraftvoller Virus? Oder wird es vielleicht das Metaversum? Zwei kennst du schon, aber ich hab's gedacht, komm, haus nochmal. Bitte das Metaversum, bitte. Und ich spiele diese Karte dann natürlich verdeckt. Jetzt darfst du deine Fähigkeit nutzen. Gut, so, ich beschwöre ihn hier jetzt normal, Beschwörung. Und hoffe, dass Trick 17 funktioniert. Diese Karte wird als eine Masse. Damit Rot-Eugen-Monster, die du kontrollierst, können weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstellt werden. Der okay. Erzunterwäldler zählt doch auch als Rotäugiger, ne? Ja, weil es ein rotäugiger Erzunterwäldler ist. Genau. Ja. Mhm. Dann will ich mal irgendwas ausprobieren. Okay. Ich probiere mal den Effekt. Hat geklappt. Das war fies. Hat geklappt. Ich bin beeindruckt. Dann greife ich mal direkt an. Okay. Also ich muss schon sagen, das war gut. Da kann man sich schon mal selbst auf die Schulter klopfen. Okay, so. Erstmal aktiviere ich meine Fallenkarte Metaversum. Ja. Ich möchte einfach nur einen Drachen haben auf dem Feld. Wer will's nicht? Ja. Baba. Dadurch kann ich Höhle der Finsternis als Spielfeldzauberkarte aus meinem Deck aufs Feld beschwören. Ja. Ja. Als nächstes spiele ich Ewiger Albtraum. Oha. Was das erlaubt es mir, zwei Monster aus meinem Friedhof, die null Verteidigungspunkte haben, auf meine Hand zu nehmen. Lol. So. Eine davon ist Lilith, Dame der Wegschlage. Och nee. Und ich aktiviere ihre besondere Fähigkeit. Wenn ich nämlich jetzt ein Monster der Finsternisstufe opfere, oder jetzt, ich sehe gerade vier, ich entscheide mich für den rotäugigen Erzunterwäldler der Blitze. Hä, hey, warum kannst du kann ich mir jetzt, kann ich jetzt drei Fallenkarten aus meinem Deck aussuchen und eins, das du, beziehungsweise du darfst es ja aussuchen. Warum opferst du einfach meine Monster? Unfair. Weil ich das jetzt dank meiner Feldzauberkarte kann. Das ist unfair. So, Spiegelkraft, der Virus und Kartenvernichtungsvirus. Was soll es sein, mein lieber Sven? Ich nehme die Mitte. Ich habe echt Angst, ne? I understand you. My friend. So, ich beende meinen Zug. Dadurch, dass ich ja gerade ein Monster geopfert habe, kriege ich jetzt natürlich auch eine Spielmarke. Moment mal, du hast mein Monster geopfert. Ich muss ja, aber in meinem Zug. Wenn ich in deinem Zug ein Monster opfern würde, würdest du die Spielmarke. Unfair. Das war ja meins. Unfair. Nein, das war schon nett. Schiebung. Es ist ein Fun-Deck, jetzt hab Spaß. Ich aktiviere meine Fallenkarte, die du ausgewählt hast, der kraftvolle Virus. Dafür muss ich jetzt ein Monster opfern, was 2000 oder mehr Verteidigungspunkte hat. Für deinen Leuchtfeuerdrachen. Gibt's doch jetzt nicht! Alter! Dadurch werden alle, auch bis drei Spielzüge später, die du aufziehst, werden alle von deinen Monster, die 1500 Punkte oder weniger als Verteidigungspunkte haben, zerstört. Achso, sollte nicht dein Problem sein. Und ich aktiviere natürlich noch Liliths besondere Fähigkeit. Ich hoffe, dann nehme ich jetzt noch eine Spielmarke. Und darf drei Fallenkarten aussuchen. Alter! Und davon musst du eine wählen. Ich entscheide mich für den Kartenvernichtungsvirus. Für Kartenvernichtungsvirus. Oder Kartenvernichtungsvirus. Oder Spiegelkraft. Alter. Und du musst es jetzt auswählen, was du haben willst. Du machst mich fertig. Ich hab mega Spaß mit dem Ding. Bleib nicht bei mir, ich hatte schon mal Spaß.
Okay, ein Monster und ich darf mal gucken, was du in der Hand hast. Kann das Ohr stehen? Ja. Okay. Oh. Ja. So, jetzt hast du deinen Fun. Jetzt hast du deinen Fun. Endlich. Ja, ne? Du hast ein Monster spezial beschworen. Aber das kann ich auch. Dadurch, dass ich mich am finsternes Monster geopfert habe, kann ich den dunklen Diabolus im Angriffsmodus spielen. Jetzt mach doch nicht den hier. Ja, doch. Boah. Okay, ich bin noch dran. Ja. Okay. Ich beschwöre ihn hier nochmal. Um seinen Effekt einzusetzen. Ja. Also tschüss. Okay. Und dann kriegst du mal einen direkten Angriff ab. Das finde ich fies. Lass mal. Nee. Das musst du. Nee, ist gut so. So ist absolut okay. Dadurch, dass ich natürlich Monster Kopf habe, kriegst du natürlich noch eine Spielmarke. Oh. So, zwei sogar. Boah. Ja, das ist krass, ne? Das war der erste Zug mit gerade voller Virus. Hui. Erstmal, dadurch, dass du jetzt natürlich Monster hast mit 1000 Angriffspunkten, spiele ich meine Fallenkarte, Kartenvernichtungsvirus. Wenn ich jetzt ein Monster mit 1000 Angriffspunkten oder weniger opfere, werden alle Monster, die 1500 Angriffspunkte oder mehr haben, von deiner Seite zerstört. Alter! Alter! Das ist ja anders frech. Nee, wieso denn? Mhm. Na, okay. Boah. Bitte bis zu drei Karten wählen, Alter. Ja. Hab Fun! Hab Fun, los! Jetzt hab ich nicht Spaß. Nun. Und ich spiele jetzt Phantom des Chaos. Bitte was? Und der hat eine besondere 0 Angriffspunkte, 0 Verteidigungspunkte. Und er hat eine besondere Fähigkeit. Ich kann mir jetzt nämlich einfach ein Monster aus meinem Friedhof auswählen. Ja. Und der kriegt dann sowohl seine Angriffspunkte als auch seine Fähigkeit. LOL. Und ich entscheide mich für den dunklen Diabolus. Dadurch geht er natürlich dann komplett raus. Und ich aktiviere die Fähigkeit vom dunklen Diabolus. Ja. Ach ja. ja, ruhig nach unten. Komm. Okay. Dadurch, dass ich jetzt ein Monster natürlich erst gerade geopfert habe, kann ich den dunklen Diabolus von meiner Hand aus Feld spezial beschwören. Mhm. Das ist gut, ne? Ja, ist schon wild, ja. Kann man mal machen. Kann man machen, das stimmt. Und jetzt geht er in die Angriffsphase. Okay. Ja. Lull. Greife an. Okay. Und beende meinst du. Ah, okay. Ja, aber ich krieg natürlich noch Feinspiel machen. Boah. Na, das ist geil, ne? Wild. Das ist krass. Na, zieh mal, mein Freund. Das ist eine Fallenkarte, okay. Wird nicht zerstört. So. Ja. Ich hole meinen Erzunterwäldler wieder zurück. Mhm. Und dann beschwöre ich den Erzunterwäldler nochmal als Normalbeschwörung. Ja. Und kann damit seinen Effekt aktivieren. Mhm. Also sag tschüss zu deinem Monster. Ja. Und jetzt fahren wir das Ding nach Hause. Einmal. Und zweimal. Sieg! Da 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 da.
Aber es ist ein witziges Deckel, ne? Ist interessant. Ich wusste gar nicht, dass du das so richtig hast. Ja, ich finde, weil ich es einfach witzig finde. Aha. Ne? Allein dieses, das mit Lilith, weißt du, du musst entscheiden, welche fallende Karte aufs Deck aufs Feld kommt. Na, ich spiele eine Karte verdeckt und spiele Höhle der Finsternis. Dadurch werden alle Monster zu Finsternismonstern. Wild. Ja. Das nächste spiele ich dann. Die Stygianische Straßenpatrouille im Angriffsbuch. Hui. Und beendet. Nicht schlecht. Okay, also, ich habe jetzt auch einen sehr interessanten Zug. Und zwar beschwöre ich der schwarze Stein der Legende. Aktiviere seinen Spezialeffekt. Und jetzt darf ich mir ein Rotaugenmonster aussuchen, welches ich beschwören will. Und ich gehe mal. Mit dem schwarzen Leuchtfeuerdrachen. Im Angriffsmodus. Aber das war noch nicht alles. Denn ich spiele noch zwei Karten verdeckt. Obwohl, drei Karten verdeckt. Und dann aktiviere ich den Effekt von schwarzer Metalldrache. Und rüste damit mein Leuchtfeuerdrachen aus. Und er hat jetzt 3000 Angriffspunkte. Ja. Und dann beende ich mal zu. Schreib's nicht an? Nee, ich traue mich noch nicht. Aber dann findest du das Monster-Koffer, das kriegst du Spielmarke. Ja. Ich meine. Ja, ist doch geil. So. Dann aktiviere ich nochmal eben eine Fallenkarte von mir. Rüste damit mein. Jetzt muss immer wieder rechts klicken, ne? Genau. Zwei so, sogar. Zwei sogar. Da will jemand die Ketten, das Kettenachievement. Das kann ich auch machen. Nee, will ich nicht machen. Hallo, nein. Alter. Hey, du hast auch Glück. Okidoki. Als erstes spiele ich Arami, den boshaften Aufseher. Boah. Muss man. Dann spiele ich eine Karte verdeckt. Muss man. Und muss man. Als nächstes aktiviere ich die Fähigkeit von Arami, dem boshaften Aufseher. Wenn ich jetzt nämlich ein finsternes Monster opfer, zum Beispiel meinen deinen Leuchtfeuerdrachen. Lol, da war ja was. Kann ich mir ein Monster mit mindestens 2000 Verteidigungspunkten aus meinem Deck auf die Hand nehmen? Alter. Ich entscheide mich für meinen dunklen Diabol. Ist ja gleich klar. Ne. Ah, oh, du machst mich fertig. Aber hab Spaß. Also siehst du, greife ich mit meiner Straßenpatrouille an. Und nun mit meinem boshaften Aufseher. Das ist frech. Au. So. Das ist immer, dass ich jetzt unsere Matches jetzt in Führung gehe. Kein, weil ich natürlich so Monster geopfert habe, krieg ich noch ein Spiel machen. Du meinst jetzt schon nice, ne? Oh ja. So. Ich beschwöre das schwarze Drachenküken. Aktiviere seinen Spezialeffekt, indem ich das auffahre. Kann ich den schwarzen Rotaugendrachen rufen? Ja. Aber. Und jetzt kann ich einen Effekt aktivieren. Ich muss erst mal gucken, von welcher Karte. Ah, okay. Und kann mir meinen Leuchtfeuerdrachen wieder zurückholen. Ja, okay. Es sei denn, du sagst nö. Nee, mach mal.
Dann kann ich noch was anderes machen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Es ist auch das erste Mal. Boah, was passiert hier? Warte, mache Xyz, haben wir jetzt erlaubt? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, ich probiere das jetzt zum ersten Mal aus. Okay, ja, dann Xyz jetzt erlaubt. Ich wollte nur mal gucken, was das ist. David hat das auch mit Rocking eingesetzt. Kann das sein? Nee, ich habe nur Fusion. Nee, aber David ging mich mal. Ja, also vorbei war. Nee. Dein Ernst? Ja, Xyz sind verboten. Da geht das hier nicht. Alter, ey. Da geht hier nicht. Alles gut. Okay. Finde ich gut. Mhm. Gehe in die Angriffsphase. Und zerstöre deinen bosshaften Aufseher. Okay. Außer du sagst nö. LOL! Ich bin gerade dezent verliebt. Okay, das geht. Immer. LOL, mein Monster, wo sind die hin? Ja, verbotene Karten spielen, jetzt bist du aber wild. Hallo! Ich wollte nur den Effekt durchlesen, das wollte ich nie machen, aber okay. Ja, ja. So. Das war. Ich mach jetzt drei Fallenkarten verdeckt und du darfst einen rausnehmen. So. Wir müssen wild hier. So, drei Viruskarten. Okay. Lol, ich hatte zweimal meine Fallenkarte bei dir angezeigt bekommen. Meine offene, hier Rückkehr des Rotäugigen, hatte ich bei mir zweimal angezeigt bekommen bei dir. Ich so, hä, ist aber einer Siedler. Okay, drei Viruskarten. Sven, habe ich mehr verwirrt als. Also, ja, ich bin ein Spielfehler. Ja, okay. Kein direkter Angriff, nein! Ah! Verbotene Karten werden bestraft. Ja, nein, nein! Ah! So. Dadurch habe ich den Monster geopfert, da kriege ich noch eine Spielmarke. Wow. Yes. Ja, Spaß. Ich aktiviere Lilis besondere Fähigkeit. Alter. Aktiviere ich auch von der Spielmarke. Die kriegst du ja am Ende, weil es ja dein Zug ist. Mhm. Und jetzt, ne? Ausrottungsvirus. Oder wird es der Kartenvernichtungsvirus? Oder wird es der Stackverwüstungsvirus? Alter. Du entscheidest. Du und deine Viruskarte. Ja, das ist spaßig. Da ich also gerade finsternis Monster geopfert habe, spiele ich ruhig noch den dunklen Diabolos. Boah. Boah. Okay. Dadurch, dass ich jetzt ein Monster habe mit mehr als 2000 Verteidigungspunkten, spiele ich übrigens so viel Kraft vom Virus, auch von meinem Diabolus. Ne? Ist ja klar. Also du kriegst vielleicht so viele Spielkarten. Okay, oder die Fusion noch. Ja, okay. Mhm. Ja, gut. Ja, ich warte. Ich aktiviere die rotäugige Fusion. Ich hole mir meinen meteorschwarzen Drachen da zurück und mache ein paar Sachen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Beschwöre ihn im Angriffsmodus. Dann aktiviere ich noch den knackigen Effekt. Ja. Das heißt, du kriegst noch mal ein paar Schaden. Will ich aber nicht. Oh doch. Nee. Da musst du jetzt mit leben. Und ich greife an. Deine komische Lilith. Nee, ich will noch ein paar Mal Fähigkeiten. Boah. Lass das doch mal. Nee, Lilith fuckt.
Die ist cool. Nee. Jetzt ist ein paar Spiele. Boah. Hättest du mir dafür mal meine Lilith gelassen. Oh. So, das war Zug 1 mit dem kraftvollen Gürtel. Das ist so nice. Ich spiele jetzt den ansteckenden Ausrottungsvirus. Wenn ich jetzt ein Monster mit 2500 oder mehr Angriffspunkten opfere. Natürlich. Kann ich mich entscheiden, ob ich Zauberkarten oder Fallenkarten von dir zerstören möchte? Na toll. Entscheide mich für Fallenkarten. Schon frech. Du kannst aber noch Zauberkarten spielen. Ja, dann machst du hier wieder Sachen. Ja, ich war gerade am Überlegen. Ja, ja, mach mal. Alles gut. Ist das Achievement hier richtig? Ja, du. Oh. Ich glaube, die Animationen sind nice. Die sind echt nice. Der kommt da hin. Das war's schon? Ich dachte, da ist jetzt mehr an Beschwören. Okay. Hey, jetzt reicht's nur. Ich spiele jetzt Kralle des Kritias. Nö, das will ich nicht. Und fusioniere ihn mit meinen Tyrannflügel, um den tyrannischen Explosionsdrachen zu beschwören. Oha. Ja, du, kein Ding. Was nicht. Was kann der? Der kann halt alle deine Monster angreifen. Natürlich. Gibt dir nichts, was er nicht kann. So, erstmal greift den roten Augen. Oh, gemein. Dann greift dein Leuchtfeuerdrachen. Dann greift dein Spielmacher. Ah, der darf dann nicht für mich direkt angreifen, oder? Und dann greift deine beiden Spielmacher. Nee, nur der darf alle Monster. Wenn du 6 Monster hättest, dürfte er 6 Mal greifen. Wenn du 7 hättest, dürfte er 7 Mal und so weiter. Ja, okay, aber darf also, dann nicht mich, also. Nee, also wenn du keine Monster hättest, könnte er direkt natürlich angreifen, wenn er noch keinen mal angegriffen hat, aber. Ah, okay. Ansonsten darf halt so oft angreifen, wie du Monster hast. So, einmal die Straßenpatrouille und beende mein Ziel. Frech. Und ich krieg natürlich das Spiel mal. Geil. Jetzt kommt er wieder mit verbotenen Karten oder was? Wow. Chancengleichheit. Ich muss sagen, das schwarze Design von den Karten sieht echt geil aus. Jo. Das hat was. Gucken wir mal, wie OP die Karte ist. Hat sie da was gegen? Nee. Leute. Immerhin. Hätte ich jetzt gedacht, dass sie das hier, dass sie sagt, nö. Ja. Aber schade. Ja, nix. Och, nee. Das war halt eine Zauberkarte. Mein Glückwunsch. Ich beende meinen Zug. So, kraftvolles Virus wirkt nicht mehr. Ich spiele ewiger Albtraum. Ich darf dadurch 2 Monster, die keine Verteidigungspunkte haben, vom Friedhof auf meine Hand nehmen. Ja. Ich stelle mich für meinen Hundi und für Lilith. Auch nicht die alte schon wieder. Und ich spiele nun Lilith, die Dame der Wehklage. Und die hat übrigens eine besondere Fähigkeit. Wenn ich jetzt nämlich ein finsternes Monster opfere, kann ich 3 Fallkarten am Deck und so weiter. Sven. Oh, da musste ich erstmal niesen. Ich dachte, das wäre, wenn wir gerade einen Soundboard benutzt.
klang so komisch. So tief. Aber es treffen verschiedene Viren, finde ich. Entscheide, welchen Virus du haben möchtest. Ist ja nicht so, dass wir schon genug Viren haben. Ja, doch, ich habe meinen Virus-Deck. Dadurch, dass ich nämlich jetzt ein finsteres Monster natürlich geopfert habe, kriege ich mein Diabolus vom Friedhof auf das Feld zurück. Natürlich. Und ich aktiviere die Fähigkeit vom tyrannischen Explosionsdrachen. Ich rüste damit mein Diabolus aus. Jetzt kann er halt dreimal angreifen. Unfair. Schiebung. Aua. Brauchst du einen Zug? Lass uns dann nochmal über alles reden. Ja, nein! Okay, frech. Aber Fun Deck. Auf jeden Fall. So. Also ist schon krass. Jetzt wird gedraftet. Ja, aber ich hätte nicht damit gerechnet, ja, dass du dieses X-Fees-Monster trotzdem noch so durch einen Effekt besiegen kannst. Weil ich dachte, das ist eigentlich unbesiegbar durch Effekte. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Ja, vielleicht nur begrenzt oft in einem Zug. Ja. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht die nicht mit Zerstörung, sondern mit Opfern zu tun hatten, waren jetzt ausgenommen. Kann sein. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so